Herzlich willkommen auf minitechnet.de. Auf einer Pressekonferenz hat Acer ein neues Produkt für die berüchtigte Gemstone Notebook-Serie vorgestellt. Das Acer Aspire 3935 ist weniger für den Multimedia- oder Gaming-Enthusiasten gedacht, als vielmehr für den Businesskunden, der ein ultramobiles Gerät sucht. Das Acer Aspire 3935 ist mit einem 13 Zoll Display ausgestattet im Widescreen-Format und gilt somit als Sub-Notebook. Es ist besonders dünn gebaut, verwendet hochwertige Materialien wie Aluminium, das gebürstet und in einem schönen Goldbraun eingefärbt worden ist. Und mit unter 2 Kilogramm Gewicht ist es auch sehr leicht. Dieses 13 Zoll Sub-Notebook von Acer ist mit Intel Core-to-Duo-Prozessoren ausgestattet, allerdings die Versionen Low Voltage, die deutlich weniger Strom verbrauchen und somit eine lange Akkulaufzeit ermöglichen. Acer integriert einen 8-Zellen-Akku und erreicht damit eine sehr lange Akkulaufzeit von bis zu 8 Stunden. Damit kann der Benutzer einen ganzen Arbeitstag überbrücken. Beim Chipsatz verwendet Acer den Intel GM45 mit integrierter Intel GMA X4500 HD Grafikkarte. Bei der Tastatur verwendet Acer ein Floating Keyboard, wodurch die Tasten deutlich größer sind als bei herkömmlichen Notebook-Tastaturen. Das Interessanteste dürfte aber der Preis von nur 999 Euro sein, denn dieser ist für die gebotene Produktqualität und die Ausstattung wirklich sehr günstig.